Sie werden verlieren. Es mangelt Ihnen an Überzeugung. Ich glaube nicht, dass... Das kann das Ding also. Die hätten Sie für ihn signieren sollen. Es gab mal eine Idee. Stark weiß davon. Die sogenannte Avengers-Initiative. Die Idee war, eine Gruppe von außergewöhnlichen Leuten zusammenzubringen. Zu sehen, ob sie zu was Größerem werden können. Phil Coulson hat noch an diese Idee geglaubt, als er gestorben ist. An Helden. Ich tanze bestimmt nicht nach Furys Pfeife. Ich auch nicht. Aber im Moment müssen wir das beiseite lassen und unseren Job machen. Loki braucht eine Energiequelle, wenn wir eine Liste zusammenstellen. Ist persönlich. Er will uns besiegen und er will dabei gesehen werden. Er will ein Publikum. Das hier ist die Premiere und Loki ist eine ausgewachsene Diva. Er will Blumen, er will Paraden, er will ein Monument, das in den Himmel aufragt mit seinem Namen drauf. Sir, ich habe den Arc-Reaktor abgeschaltet. Aber das Gerät versorgt sich bereits selbst. Das Kraftfeld ist pure Energie. Nicht zu durchbrechen. Ja, habe ich gemerkt. Plan B. Sir, der Mark 7 ist noch nicht einsatzbereit. Dann lass die Heckspoiler weg, die Zeit drängt. Bitte sag mir, dass du jetzt an meine Menschlichkeit appellierst. Eigentlich hatte ich vor, dir zu drohen. Was sollte ich fürchten? Die Avengers. Ich habe eine Armee. Wir haben einen Hulk. Wie sollen deine Freunde Zeit für mich finden, wenn sie damit beschäftigt sind, gegen dich zu kämpfen? Das klappt gewöhnlich. Ist nicht ungewöhnlich. Jarvis. Aktivieren! Doch eine Armee. Loki! Schalte den Tesseract ab oder ich zerstöre ihn! Das kannst du nicht! Er kann nicht gestoppt werden! Jetzt gibt es nur noch den Krieg! Dann muss es sein! Ich sehe ihn. Sieh dich um! Glaubst du, dieser Wahnsinn wird mit deiner Herrschaft enden? Gefühle.
du das? Ich sehe es, aber ich glaub's noch nicht so richtig. Hat sich Banner schon blicken lassen? Banner? Hier sitzen noch Zivilisten fest. Loki. Die sind leichte Beute da unten. Wir haben seine Aufmerksamkeit. Und nun? Wie sieht's da oben aus? Das Kraftfeld um den Würfel ist undurchdringbar. Thor hat recht, wir müssen uns erst um die hier kümmern. Und wie machen wir das? Als ein Team. Also, das Ganze sieht ziemlich furchtbar aus. Stark, wir haben ihn. Banner? Wie du sagtest. Dann soll er sich mal bereit machen. Ich bringe die Party zu euch. Ich sehe noch nichts, was nach Party aussieht. Dr. Banner. Das wäre der ideale Zeitpunkt, um wütend zu werden. Das ist mein Geheimnis, Captain. Ich bin immer wütend. Schickt die anderen. Leute? Sag an, Captain. Mal herhören. Halten wir die Typen in Schacht, bis wir das Portal schließen können. Warten, sie gehen als Späher rauf aufs Dach. Melden sie Verbände und Einzelkämpfer. Stark, zur Absperrung. Drängt zurück, was sich weiter entfernt als 3 Blocks oder verwandle es in Asche. Aber gut festhalten, Legolas. Thor, versuch vor dem Portal einen Engpass zu bilden. Halt sie auf. Setz deine Blitze ein. Sie und ich bleiben am Boden und kämpfen hier weiter. Und Hulk. Draufhauen. Direktor Fury, der Sicherheitsrat hat entschieden. Wir sprechen hier von der Insel Manhattan. Solange mein Team nicht gescheitert ist, werde ich keinen nuklearen Angriff auf unsere Zivilbevölkerung anordnen. Okay, drehen! Drehen! Vorsicht! Vorsicht! Rakete ist im Anflug auf die Stadt. Wie viel Zeit? 3 Minuten. Maximal. Thank you.
wurden sehr viele Zivilisten zusammengetrieben. Bin unterwegs. Mehr. Das ist eine Atomrakete im Anflug, die geht gleich hoch. Und ich weiß schon, wo ich sie hinbringe. Hawkeye! Ich hab ihn! Ich lasse mich nicht malträtieren von... Mickriger Gott! Ich kann es schließen. Hört mich jemand? Schon, Stark. Schließen. Teufelskerl. Er wird nicht langsamer. Was ist passiert? Sag, dass mich niemand geküsst hat. Wir haben gewonnen. Okay, ja. Hurra, gut gemacht, Leute. Wir sind nicht fertig. Wir haben gerade erfahren, dass die Heldentaten der Avengers, die den außerirdischen Angriff abgewehrt haben, für viele eine Quelle des Trostes und ein Grund zum Feiern sind. Während Manhattan... Ist nur wirklich schön zu wissen, dass sie dort draußen sind, oder? Jemand passt auf uns auf. Ich liebe dich, Thor! Und dann macht er Piu Piu! Und die Luft macht Karu! Und dann kommt dieser grüne Typ und macht Ra! Ich fühle mich sicher mit diesen Typen da draußen. Ich will einfach Danke sagen. Selbst... Ihrem plötzlichen Auftauchen und ihrem plötzlichen Verschwinden laut.
Herr Strucker, wenn man von unserer Arbeit erfährt, dass wir Hydra dienen. Hydra, S.H.I.E.L.D. Zwei Seiten einer Münze, die jetzt wertlos ist. Was wir haben, ist mehr wert, als die sich vorstellen können.